Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn du zu Hause schweißt, dann kennst du das Problem mit der Beschaffung von dem Schweißdraht. Erstmal gibt es unheimlich viele Schweißzusätze auf dem Markt, dass es gar nicht so einfach ist, immer zu gucken, was braucht man überhaupt und was ist das Richtige. Und in den meisten Fällen musst du immer gleich eine Riesenpackung kaufen. Und das kann zum Problem werden. Wir sprechen heute mal über verschiedene Schweißzusätze. Und zwar übers Max-Schweißen, übers Stabelektrode-Schweißen und natürlich übers WIG-Schweißen. Und da will ich euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wo ich meinen Schweißdraht hole und warum das für mich die beste Quelle für Schweißdraht ist. Es gibt so viele verschiedene Schweißzusatzwerkstoffe am Markt und es ist auch so, dass es halt natürlich für ganz viele Materialien und verschiedene Materialkombinationen Schweißzusätze gibt. Und da ist es immer so ein bisschen schwierig, erstmal zu verstehen, was man überhaupt braucht. Wenn du WIG schweißen möchtest oder auch Schutzgas oder Stabelektrode, habe ich dir auf meiner Homepage im Downloadbereich so eine kleine PDF zusammengefasst, wo du ganz genau nachgucken kannst, welchen Schweißer du als Anfänger fürs WIG schweißen, fürs Elektrode schweißen oder auch fürs MIG-MAX schweißen erstmal brauchst, damit du eine solide Grundausstattung hast und erstmal die meisten Materialien verarbeiten kannst. Jetzt macht es aber ja gerade für die Leute, die auch zu Hause schweißen, überhaupt keinen Sinn, sich große Verpackungsmengen von jedem Schweißdraht, den man eventuell mal benötigen könnte, hinzulegen. Und ich kaufe meine Schweißdrähte schon seit Jahren, auch aus der Zeit vor meinem Gewerbe, bei den Kollegen hier, VDB Schweißtechnik. Und diejenigen von euch, die bei mir schon ein Schweißgerät gekauft haben oder zum Schweißkurs hier waren, wissen, dass ich das auch immer gerne weiterempfehle. Denn da haben wir einige richtig tolle Möglichkeiten und die Qualität passt auf jeden Fall. Ich will euch mal so ein bisschen zeigen, was VDB im Programm hat. Das sind nämlich einige echt coole Sachen, abgesehen von den Schweißdrähten. Die Jungs und Mädels von VDB Schweißtechnik haben mir glücklicherweise so ein kleines Portfolio zugeschickt, damit ich euch das Ganze mal präsentieren darf. Und ich zeige euch mal meine Sammlung, die sich so im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Ihr seht, hier liegt schon richtig was auf dem Tisch. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, um euch einfach mal zu zeigen, was ihr bei VDB alles so bekommen könnt. Das ist jetzt mal so ein kleiner Auszug. Was für mich aber ganz entscheidend ist, ihr habt auch die Möglichkeit, Lagermöglichkeiten für eure Schweißzusätze zu bekommen. Denn wenn ihr eine unbeheizte Werkstatt habt, und das haben leider die meisten von uns, dann ist es ganz, ganz kritisch, wenn der Schweißdraht schlecht gelagert wird. Und wenn ihr dann noch eine große Menge gekauft habt, ist es umso ärgerlicher, wenn der Draht dann einfach defekt ist, weil er Feuchtigkeit abbekommen hat. Ihr bekommt bei VDB eure ganz normalen MIG-MAG-Schweißzusätze oder auch Sonderdrähte. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 1 mm Stahldraht und hier 0,8 mm Aluminiumdraht. Und dieser Aluminiumdraht ist jetzt hier auf einer kleinen Spule. Das ist jetzt hier 0,5 Kilo. Und hier der Stahldraht auf einer 5 Kilo Spule, also eine etwas größere Spule. Ihr könnt natürlich auch die ganz großen Spulen bekommen, je nachdem, was ihr halt verbraucht. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich mache MIG-MAG-Schweißen Aluminium extrem selten, dann reicht es vollkommen, wenn man so eine kleine Rolle von dem Schweißzusatz da hat. Bei dem Stabelektrode-Schweißen ist es so, dass ihr bei VDB Kleinmengen von Stabelektroden kaufen könnt. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, denn ich schweiße sehr, sehr selten Stabelektrode, meistens im Rahmen eines Schweißkurs, aber das ist heutzutage wirklich wenig geworden und ich möchte mir einfach nicht die großen Mengen auf Lager legen. Das Schöne ist, ich kann mir bei den Kollegen von VDB Kleinmengen bestellen von den Stabelektroden, so wie ich sie benötige und kann diese dementsprechend innerhalb der Zeit, die ich sie brauche, aufbrauchen. Was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt, ist, dass die Lieferung wahnsinnig schnell ist und eben alles vernünftig verpackt. Das heißt, wenn ihr Stabelektroden kauft, so wie hier jetzt eine etwas größere Packung, dann ist diese Packung eingeschweißt, damit eben beim Transport schon vermieden wird, dass Feuchtigkeit an die Stabelektroden kommt. Und das ist auch so, wenn ihr eine Kleinmenge kauft. Ich habe mir zum Beispiel von diesen Stabelektroden hier recht wenige gekauft und auch die kamen eingeschweißt, so dass da eben nichts passieren konnte, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm.
Einer der wichtigsten Punkte ist und bleibt einfach die Lagerung von Schweißzusatzwerkstoffen. Und wenn ihr den Draht fürs Wickschweißen bei den Kollegen bestellt, kommt der in so einer Verpackung hier. Das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und so eine Pappverpackung ist im Grunde nicht schlecht. Wenn man eine beheizte Werkstatt hat, alles kein Problem. Problematisch wird es halt in Umgebungen, so wie hier bei mir, wo es nicht beheizt ist. Und da haben die Kollegen solche Hülsen, solche Köcher. Das habe ich auch schon einigen von euch weiterempfohlen. Einige von euch haben mir ganz tolle Bilder geschickt, wie sie die Lagerung bei sich umgesetzt haben. Und da könnt ihr eure Schweißdrähte wirklich perfekt lagern. Und wie gesagt, das in der Menge, die ihr auch wirklich benötigt. Ich nehme euch mal mit rüber und zeige euch mal meine Sammlung an Wickschweißdrähten und wie ich das Ganze hier umgesetzt habe. Hier könnt ihr jetzt meine Sammlung an Schweißdrähten sehen und ich habe es von Anfang an gleich so umgesetzt, dass ich mir für jede Materialart und jeden Materialdurchmesser eine von diesen Hülsen angeschafft habe. Es hat riesige Vorteile, denn ich habe mir die alle hier mit so einem Label beschriftet, mit so einem Dymo-Writer. Ich kann sofort sehen, welcher Draht wo drin ist, was ich benötige. Wenn ich Reststücke habe, packe ich die auch wieder da zurück, damit ich die Schweißdrähte eben nicht vermische. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich hat sich dieses System absolut bewährt. Ich habe hier oben alles aus dem Aluminiumbereich, ALMG 5, den ALSI habe ich hier in Stärken von 1,2 bis 4 mm. 4 mm brauche ich extrem selten, habe deswegen nur wenige Stäbe. Hier unten dann Stahl und Edelstahl in den verschiedenen Sorten und Stärken. Und hier sind dann so Sondergeschichten wie Titan oder Drähte zum Hartauftrag. Auch da Kleinmengen, aber gut geschützt in den Hülsen. Ganz, ganz wichtig, wenn man sich sowas aufbaut, am besten gleich von vornherein beschriften, dann ist man da auf jeden Fall auf Nummer sicher. Und so macht es natürlich auch viel, viel mehr Spaß, damit zu arbeiten. Was mir persönlich besonders gut gefällt, ihr könnt euch sogar Verpackungen nachbestellen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, meine Werkstatt ist beheizt, für mich ist das eine super Lösung mit diesen Verpackungen, auch die könnt ihr im Nachgang bei den Kollegen bekommen. Und ihr könnt natürlich auch richtig nützliches Schweißzubehör bekommen. Und zwar könnt ihr die Drahtbürsten, verwende ich seit Jahren von VDB, auf jeden Fall mit in den Warenkorb packen. Die sind immer gut zu gebrauchen, gerade wenn man viel mit Aluminium macht. Da habe ich mir jetzt auch nochmal einen neuen Schwung bestellt. Kehlnahtbürste, Edelstahl, normale Bürste, Edelstahl oder auch eine Messingbürste für empfindlichere Oberflächen. Was ich nicht wusste, fand ich ziemlich cool. Ihr könnt auch Schweißzubehör wie Magnetwinkel oder auch mal eine Masseklemme, einen Elektrodenhalter oder auch Zink oder Trennspray bei den Kollegen bekommen. Wusste ich vorher auch nicht. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, sind auch die Brennerhalter. Die habe ich auch von den Kollegen aus dem Shop. Die sind auch wirklich, wirklich klasse. Da könnt ihr echt großen Schaden an eurem Brenner vermeiden, indem ihr den vernünftig in einen Brennerhalter einhängt. Ich möchte auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen und wir machen jetzt gleich nochmal ein bisschen einen Lichtbogen an. Ich habe hier Elektroden bekommen, auf die ich wirklich, wirklich neugierig bin. Es gibt einmal die Universalelektroden bei den Kollegen im Shop. Die habe ich mir schon mal bestellt, da bin ich eigentlich relativ zufrieden mit gewesen. Die will ich auf jeden Fall nochmal zeigen. Und hier sind Zwangsladenelektroden. Da bin ich extrem gespannt. VDB RC3 Zwangslagen Stabelektrode, die will ich auf jeden Fall mal testen. Wir werden gleich auch parallel noch den Magdraht testen und die Wickschweißzusätze kennt ihr aus meinen Videos, denn die Wickschweißzusätze verwende ich ausschließlich von VDB. Ich habe mir mit VDB Schweißtechnik auch noch eine richtig, richtig coole Aktion für euch überlegt. Ihr bekommt einen Rabattcode. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch das PDF, das euch die verschiedenen Schweißzusätze als Anfänger erst einmal empfiehlt, damit ihr so eine kleine Übersicht habt und bekommt damit richtig coolen Rabatt bei den Kollegen von VDB Schweißtechnik. Ich habe die Conti-Welt aufgebaut. Wir werden jetzt einmal die
RR6, die universelle Stabelektrode, schweißen. Und wir werden einmal die RC3, die Zwangslagenelektrode, schweißen. Da bin ich extrem gespannt, wie sich das für mich darstellt, wie ich das Ganze empfinde, denn ich bin bei Gott kein Elektrodenschweißer. Ich richte mich jetzt nach den Werten auf der Packung und wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt und wie ich das Ganze empfinde. Ich habe jetzt hier auf der Packung geschaut. Ich kann die Elektrode, gilt für beide, ist bei beiden gleich, entweder auf Gleichstrom minus schweißen oder auf Wechselstrom. Und wir haben eine 2,5 mm Elektrode. Die soll ich zwischen 60 und 90 Ampere. Wir werden jetzt gleich mal hier um die 80 Ampere einstellen. Gucken, dass die Maschine richtig gepolt ist und dann schauen wir uns einfach mal das Ergebnis im Vergleich an. Ich starte jetzt gleich mal mit der Universalelektrode und danach nehmen wir die Zwangslagenelektrode. Ganz wichtig natürlich wieder mit Absaugung, um mich eben vorm Schweißrauch zu schützen. Da merke ich gleich, das Stabelektrode-Schweißen ist schon wieder eine ganz schön lange Zeit her. Beide Elektroden haben extrem gut gezündet, auch sehr gut wieder gezündet, was mir wirklich gut gefallen hat. Ich merke, dass ich bei der Zwangslagenelektrode einen etwas angenehmeren Lichtbogen habe. Ich finde die Schmelze ein bisschen dünnflüssiger, aber auch besser kontrollierbar als bei der normalen Standardelektrode. Die schweißt sich eigentlich so, wie ich das sonst auch kenne. Wie gesagt, ich finde, die Zwangslagenelektrode macht es einem tatsächlich ein bisschen leichter. Ich habe die Elektroden gerade mal auf Gleichstrom geschweißt, habe sie auf Wechselstrom geschweißt. Das gibt eigentlich keine großen Unterschiede. Wechselstrom gefällt mir persönlich bei Stabelektrode sehr, sehr gut. Das mache ich unheimlich gerne. Aber die Elektroden zünden vernünftig, die laufen gut, gerade eben auch, weil sie trocken hier ankommen, wenn ich sie bestelle und eben nicht schon Feuchtigkeit gezogen haben. Für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir werfen als nächstes den Blick auf den MAG-Schweißdraht hier, SG2 1 mm. Den werde ich jetzt gleich auf meine Fronius raufpacken. Das hat für mich einen ganz entscheidenden Grund, warum ich auf eine kleine Rolle gehe. Denn ich habe früher oftmals die ganz großen Rollen bestellt und mich dann oft geärgert, dass ich vielleicht zwei, drei Lagen abspulen musste, weil mir der Draht einfach in der Maschine korrodiert ist. Deswegen jetzt eine kleinere Rolle, die halt eben nicht so lange bei mir in Gebrauch ist. Da kann ich dann lieber mal wechseln und auf einen frischen Draht gehen. Und auch hier den Draht wieder eingeschweißt und geschützt geliefert. Absolut klasse. Und auch gleich hier mit der Bezeichnung auf der Rolle. Ich installiere den Draht in der Maschine und dann schweißen wir mal ein bisschen Mack. So, da gibt es hier solche Adapterringe, die ich jetzt einfach montieren kann, damit ich das Ganze sauber ausgerichtet habe. Das sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel besser aus. Jetzt kann der Draht sich gleich vernünftig abspulen und wir müssen noch ein paar Ringe hier vorne installieren und können dann das Ganze wieder festschrauben. Sehr schön. So, die Maschine ist vorbereitet. Ich habe den 1 mm Draht aufgezogen. Hat alles soweit super geklappt. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie der schweißt. Ich habe die Maschine jetzt vorbereitet. Wir werden gleich mit dem Impulslichtbogen schweißen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt und wie der Draht sich verhält. Ich finde, gerade beim Impuls merkt man immer sehr, sehr stark die Drahtqualität. Wenn es da anfängt, unruhig zu laufen, ist es oftmals der Draht, der schuld ist. Also da auf jeden Fall immer auf eine gute Drahtqualität achten.
absoluter Klassiker. Man sollte die Gasflasche auf jeden Fall aufdrehen, bevor man anfängt zu schweißen. Mega Ergebnis. Ich nehme euch hier mal mit ran. Das hat mich wirklich beeindruckt. Das Material ist dreckig, nicht vorher gereinigt und absolut sauber gelaufen. Also das zeichnet einen qualitativ hochwertigen Draht aus. Echt schön, das gefällt mir. Ihr seht, die Qualität bei VDB passt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bestelle dort schon seit Jahren, schon aus der Zeit vor meinem Gewerbe und bin da wirklich immer zufrieden. Wenn ihr Schweißdraht braucht, schaut bei mir auf die Seite. Dort findet ihr alle Informationen, welche Drähte für euch die richtigen sind, was ihr euch da als Anfänger für Stabelektrode, für Mick-Mack oder auch fürs Wick-Schweißen auf Lager legen müsst. Und wir haben für euch aktuell die richtig coole Aktion, dass ihr noch einen richtig coolen Rabatt bei eurer Bestellung bei VDB bekommt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und macht's gut.